heute zu einem sanften Training, ein etwas ruhigeres Training für diejenigen, die körperliche Einschränkungen haben, Beschwerden haben, Schmerzbilder haben. Und dazu starten wir im Sitzen. Ich bevorzuge meistens das Sitzen ein wenig vorne an der Stuhlkante, aber es ist natürlich auch ganz in Ordnung, wenn ihr den Sitz weiter nach hinten wählt. Gut, wir starten mit hängenden Armen, aber aufgerichtetem Oberkörper. Machen mal einen langen Hals. Nehmen jetzt ein klein wenig den langen Oberkörper nach vorne und lassen unsere Arme einfach mal vor und zurück schlenkern. Versucht euch darauf zu konzentrieren, wirklich im Bereich Schulter locker zu sein. Die Hände, die Finger, alles ist locker. Und mal wieder zurückkommen. Ganz leicht versetzt die Füße aufsetzen. Beide Arme mal nach hinten nehmen. Mit Schwung hoch zur Decke und fallen lassen. Den Schwung ausnutzend hoch und fallen lassen. Die Hände schlabbern so richtig schön aus den Handgelenken mit. Letztes Mal nach oben und einfach auspendeln lassen. Die Füße parallel. Wir nehmen die Arme an den Oberkörper, die Hände leicht zur Faust geballt und die Schultern tief. Gewicht auf ein Bein verlagern und hoch. Wechseln das Bein. Achtet darauf, dass der Rücken schön aufgerichtet bleibt, nicht nach hinten ausweicht, nicht zusammensackt. Gut. Wir nehmen ein Bein nach vorne, ziehen die Fußspitze mal ganz feste hoch und wahlweise die leichtere Variante, gerade vielleicht mit Hüftbeschwerden. Dann kann die Ferse am Boden bleiben, Fuß strecken und wieder feste ranziehen oder das Ganze mit angehobenem Bein. Da knacken schon mal Fußgelenke oder Zehen. Auch hier wieder auf den Rücken achten, der bleibt lang und aufgerichtet. Und wir wechseln das Bein. Schön pumpen lassen. Hoch und feste runter. Ja, wunderbar. Kurz mal lockern. Ihr könnt jetzt ein bisschen weiter auf eure Stuhlmitte hinzurutschen und nehmt mal bitte beide Hände an eine Seite. Richtet den Rücken auf. Schaut zur Mitte und mit dem Ausatmen zieht mal an der Stuhlfläche, als ob ihr euch selber in die Luft heben wollt. Feste. Und locker lassen. Könnt gerne so ein bisschen zusammensacken und die Seite wechseln. Und wieder zunächst mal aufrichten, schaut zur Mitte und zieht. Solltet ihr die Möglichkeit haben, so wie wir hier zu dritt sitzen, dann hätte ich da eine Idee für eine gemeinsame Übung. Einmal die Arme zur Seite, Hand an Hand und die Schultern tief. Und wir drücken mal fest und lassen locker. Wir drücken nach oben, nach unten. Und wechseln danach auch die Position. Und wieder Druck.
dies als Idee. Sollte das nicht möglich sein, weil Menschen fehlen gerade, geht das natürlich auch irgendwie zum Beispiel im Treppenhaus. Einfach Druck aufbauen. In jeder möglichen Position. Gut, dann möchte ich euch einladen, einmal aufzustehen. Hinter euren Stuhl zu treten. Ihr könnt, wenn nötig, immer gerne die Hände an die Stuhllehne zum Stabilisieren bei Balance-Schwierigkeiten nehmen. Zunächst mal aufgerichtet über die Fußsohle wippend oder rollend. Im Wechsel mal die Ferse heben, mal die Fußspitzen. Achtet auf einen stabilen Oberkörper. Auf dem Vorfuß und wippen, federn, wenn es geht, ohne die Ferse abzusetzen. Und vielleicht geht es auch freihändig. Und rollen ab. Wir gehen auf eine Seite, können dann eben auch, wenn nötig, wieder Hand anlegen. Verlagern das Gewicht auf ein Bein. Das andere Bein nehmen wir nach vorne. Ziehen die Fußspitze hoch, heben das Bein und schreiben eine 8. Und wechseln dann die Seite. Und wieder schreiben eine 8. Ich würde gerne jetzt eine Variante zeigen, nämlich die Innen- und Außenseite, also deutlich mehr Mobilisation im Bereich Hüfte. Ja, ihr schiebt einmal die Fußinnenkante, einmal die Außenkante nach vorne. Nehmt also deutlich das Becken mehr mit. Gut, und lockern. Das Becken ist dran, die Körpermitte. Dazu könnt ihr gerne die Hände an die beiden Hüftknochen nehmen und kippt das Becken mit der Ausatmung mal nach vorne, den Bauch einhüllen, das Steißbein zum Bauchnabel einrollen und mal gegenziehen. Die Sitzbeinhöcker zur Decke schiebt, mal ins Hohlkreuz. Lasst das Becken schaukeln. Das Becken ist sehr beweglich, es kann nach vorne, nach hinten schaukeln, es kann auch zur Seite gekippt werden. Und dazu bringen wir unseren Hüftknochen zur unteren Rippe hoch, schieben. Oberkörper bleibt aufgerichtet, das Becken arbeitet. Gut, wir gehen in die geöffnete Schrittstellung, leicht versetzt die Füße aufstellen und nehmen mal die Arme in die Vorhalte, die Daumen zur Decke. Der Abstand der Hände bleibt gleich und ihr schaut bitte zwischen eure Hände. Gehen jetzt ein wenig gleichmäßig verteiltes Gewicht in die Knie. Wenn euer rechtes Bein vorne ist, dann drehen wir jetzt nach rechts mit der Ausatmung. Halten hier kurz und zurück zur Mitte. Wir bleiben bei der Drehung nach rechts. Ausatmen und ein.
mal an eure Bewegungsgrenze und ein. Ein letztes Mal. Versucht das Becken stehen zu lassen. Kommen so ein bisschen in die körperliche Verfremdung und wechseln das Bein. Wenn jetzt links vorne ist, drehen wir nach links. Mit der Ausatmung in die Knie und an Bewegungsgrenze kurz halten. Einatmen zur Mitte zurück. Ausatmen. Das Becken bleibt stehen. Bauchnabel bleibt möglichst vorne. Ein letztes Mal. Und wieder zurück zur Mitte. Ihr könnt den Stuhl seitlich nehmen oder diese Position, wie ihr möchtet. Ihr könnt die Hände in die Mitte. Es kommt immer auf den Stuhl an, den ihr zu Hause habt, oder ihr nehmt die Hände an die Seite. Geht ein Stückchen nach hinten, sodass die Hüfte über den Füßen steht und die Schulter über den Händen. Kommt jetzt mal in den Katzenpuppe. Ihr kennt das. Bauch zur Wirbelsäule, den Rücken ganz rund machen, das Steißbein zum Bauchnabel rollen und sackt mal in die Hängematte, in den Pferderücken ab, die Nuss zwischen den Schulterblättern knacken und wieder ganz rund und flach. Ein letztes Mal. Dann den Rücken in neutraler Position halten, den Bauch aber weiterhin angespannt zur Wirbelsäule hochziehen. Ein Bein nach hinten, dann anheben und das Knie zur Nasenspitze und wieder lang nach hinten. Mal und wechsel. Nasenspitzen lang. Ein letztes Mal und mal kurz die Handgelenke entlasten und auslockern. Und noch einmal in die gleiche Position kommen. Noch einmal ein Bein nach hinten, dann anheben, den gegengleichen Arm nach vorne. Und ihr bringt Ellbogen und Knie zusammen und streckt euch mal in die Länge. Wer hier mehr machen möchte, kann sich vorstellen, ihr drückt ein Gewicht weg und ihr zieht ein Gewicht ran. Und wir wechseln die Seiten. Ein Bein nach hinten, anheben, Arm nach vorne und wieder ranziehen und wegdrücken. Die Handgelenke lockern. Wir gehen mit dem Rücken zum Vorhinein. Wollen wir uns setzen. Gehen ein wenig in die Tiefe. Setzen die Hände ab. Füße ein wenig nach vorne. Und je nach Möglichkeit kleine Bewegungen oder wirklich tief.
Letztes Mal. Und wir nehmen Platz. Wir kommen noch einmal ein wenig nach vorne in Richtung Stuhlkante. Richten uns wieder auf. Nehmen die Arme seitlich hoch. Und es geht Knie und Ellbogen zusammen. Das Ganze jetzt mit langen Armen und langen Beinen. Gut, wir nehmen die Arme an den Oberkörper. Und laufen auf der Stelle. Setzen beide Füße ab. Lockern unsere Arme. Und nehmen die Arme zum Ausatmen langsam über die Seite hoch zur Decke. Und schieben hier mal richtig schön uns lang. Und ziehen uns auseinander. Oh, mit dem Einatmen. Und noch einmal. Gut, ich bedanke mich.